So, hallo Leute. Folge, keine Ahnung wie viel, vom First-Person-Shooting. Wir machen jetzt ein paar klassische Porträts mit der... Oh, Kamera mal drehen. Einmal mit der Anna Maria, die ja auch bei Austria's Next Topmodel dabei war. Und es ist mal wieder die Eva hier. Hallo. Entschuldigung nochmal. Ja, passt. Okay, alles klar. Ja, wir machen dasselbe wie immer. Ich schnalle euch gleich auf die Kamera und dann seid ihr live dabei. Und wir schauen mal, was jetzt gleich bei rumkommt. Let's go. Also, wir machen jetzt einfach ein paar Beauty-Porträts. Sehr gut. Sehr schön. Schauen wir nochmal. Boah, super. Ein richtig cooles Licht. Gefällt mir richtig gut. Schau mal. Sehr schön. Ja. Ja? Ja. Okay. Dann machen wir jetzt mal ein paar. Ihr wisst ja, Leute, ne, wenn man mit Profis zusammenarbeitet, hey, da mache ich... Was soll ich da machen? Schön, wir schauen jetzt mal. Man muss von meinem Handy mal ein Foto machen. Ja, klar. Ich wechsle jetzt nochmal hier von dem die Wabe. Von dem hier, weil hier habe ich eine enge drinne. Da ist der Lichtkegel, ist mir dann doch zu eng. Ich habe ja noch eine mit einer etwas weiteren. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad, keine Ahnung. Ja, hier, die nehme ich jetzt. Und ihr seht, schaut mal, wenn ich die hier mal so ins Licht halte. Und wenn ich die dann so wegdrehe, hier, da kommt kein Streulicht mehr. Seht ihr das? Ja, hier ist es wieder. Damit kann man das Licht ein bisschen besser steuern. Genau. Ich lege euch dann nochmal drauf. Also wir machen jetzt nochmal hier richtig Beauty-Licht, ja, mit engem Reflektor und dann aber auch der engen Wabe, dass wir das Licht ganz geführt machen. Und wir machen jetzt nochmal ein paar Porträts der Extra-Klasse. Das ist nämlich ein Licht, was ich echt, das ist also ziemlich hell. Ne? Mhm. Du musst, vielleicht erstmal kurz, ich fahre es mal vorsichtig hoch. Mhm. Siehst du, was ich meine? Ja. Wenn er gleich zündet, dann wird das nämlich noch extremer. Geht das? Okay, ja. Ja? Du kannst ruhig noch einen kleinen Schritt nach hinten gehen. Vorsichtig dahin. Und du musst noch einen ganz kleinen Schritt nach. Stopp, jetzt bist du genau mittig. Sehr gut. Darf so. Ich da deine Tasche? Ja, sicher. Schauen wir. Du kannst ruhig alles rausnehmen. Okay. Ich bringe den. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Na, es, oder wartet mal, ich versuch's mal so. Nee, kann ich nicht. Sag mal, Eva, willst du mal gerade Kameramann spielen? Ja. Kannst du die Kamera, nimm die einfach mal und hier einfach. Ich will ganz kurz nur, dass ich was erkläre. Okay. Geht das? Ja, und ich hebe ein bisschen. Ja, genau. So, schaut mal, ich fahre, wenn Eva einmal kurz zu Anna-Maria, ihr seht jetzt, der Schatten unter dem Kinn, der ist relativ schwach. Ja, kann weil, ich da noch nachher reinzoomen, oder? Bitte was? Nee, kannst das du nicht. Das passt okay. Schon so. Wenn man es nicht sieht, dann blende ich ein Bild ein. Okay. Das ist jetzt relativ schwach, der Schatten fällt nicht sehr tief und wir haben unter der Nase noch keinen. Und wir fahren jetzt einfach... Das Ding immer weiter hoch. So. Und kippen den noch ein bisschen. Da. So, und jetzt haben wir es. Jetzt sitzt es. Jetzt haben wir den Kinnschatten. Und der wird jetzt extrem hart durch dieses Licht. Das ist halt hochfrontal. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Ja. Und ich glaube nämlich, das kommt bei Anna-Maria gut, das Licht. Machen wir mal ein Testfoto. Das schon passt. Zeig ich mal. Okay, dann müssen wir natürlich ein bisschen runter, logischerweise. Gehe ich mal anderthalb Blenden nach unten. Da blitzt, perfekt. Und machen wir nochmal. Oh fuck, ist das geil. Super. Na, das. Schau hier. Oh, das ist cool. Oh, ja. Ja, und aber dann sieht es irgendwie hell aus. Ja, da ist der Blitz, der war noch zu stark eingestellt. Da kommt jetzt das nächste Stativ sozusagen. Boah, krass. Also ich finde es gerade super. Sehr schön. Machen wir ganz leicht den Mund auf, ganz locker. Ja, genau so, super. Ja.
einfach einen Moment beim Schminken zu. Sehr cool. Wir haben nochmal das Outfit gewechselt. Eva schminkt nochmal nach. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Auch wenn keiner mit mir redet. Oh Mann. Ja, so. Anna-Maria ist wieder bereit. Übrigens, ihre Position ist vom Hauptlicht, also hier von dem Beauty-Dich. Da, von dem. Ja, ich zeig's so in die Kamera rein. ungefähr anderthalb Armlängen, ja. Dadurch haben wir wieder ein schönes hochfrontales Licht, was ich ja sowieso sehr mag. Ne? Und ihr seht auch hinten einfach der Reflektor, der da oben quer hängt, der ist halt nur dafür da, dass wir ein Streiflicht auf die Schultern kriegen. Ich erzähle es einfach nochmal, für die, die nicht zugehört haben vorhin. Okay. Oh, Eva, kannst du mal gerade gucken wegen den Hammer hier so an den Ohren, an den Seiten? Da ist doch ziemlich viel Fuselzeugs. Und was ich ja auch immer sage, ne, denkt auch an die Kleinigkeiten. Ja, wie da zum Beispiel, wo Eva jetzt an den Ohren, da waren ziemlich viele kleine Härchen. Da spart ihr euch eine Menge Arbeit hinterher im Photoshop. Vor allen Dingen, die Haare wegzuretuschieren, ist immer eine böse Arbeit. Aber da kann ich euch mal ein Tutorial machen, wie man die relativ easy auch wegbekommt. Ich zeige euch das mal bei Gelegenheit. Okay, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Letzte Set, wir haben jetzt hier ein bisschen, naja, ein bisschen ist gut, umgebaut. Ja, wir haben jetzt einfach, wie nennt man das hier, Abdeckfolie von den Wänden runtergehangen, haben hinten steht eine Striplight auf den Hintergrund gerichtet. Das gibt gleich so ein rosa Schimmer im Bild, hier vorne orangefarbene Farbfolie, die so reinstreicht, kann die relativ gut steuern, weil die Wabe ist drauf, ja. Ich hoffe, ja, kann man ziemlich gut sehen. Ja, wir schießen die einfach hier so leicht dran vorbei. Und wie es da von den Wänden jetzt reflektiert, ist mir jetzt wurscht, weil ich will jetzt echt einfach nur Streulicht haben. Und hier oben hauptsächlich ist eine Octabox 90er. Und hier unten zeige ich euch auch noch mal kurz. Da unten steht jetzt die Nebelmaschine. Ja, den Rauchmelder habe ich schon deaktiviert, genau. So, geht wieder hier drauf. Anna-Maria steht bereit. Wahnsinn. Sag mal, Eva, können wir den Tüll um den Hals mal wegmachen? Ja. Vielleicht nur so. Ja, genau.